Yo Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Crash and Burn. Mein Name ist Akira. Und wir müssen leider noch den letzten GP-Rennen im Sportwagen machen. Und wie man es höchstwahrscheinlich an meiner Stimmlage hört, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Spiel mehr. Ich würde es ganz gerne beendet haben. Das wird leider aber nicht kommen. Deswegen. Ja. Machen wir wieder unseren alltäglichen Part. Genau. Schauen wir mal. Eigentlich bin ich übelst müde. Aber. Ja. Problem ist eigentlich, ich hatte den ganzen Tag eigentlich Zeit gehabt. Das Problem war, Speicherplatz war rar und ja, ganzen Projekte, die ich schon alle aufgenommen hatte, mussten noch gerendert werden und hochgeladen werden. Das ist jetzt Gott sei Dank abgeschlossen vor ein paar Minuten und ist jetzt alles auf YouTube. Das heißt, ne, da kommen dann halt irgendwann die ganzen Sachen alle. Und ja, ich glaube, das Rennen kann ich auf jeden Fall knicken. Ich bin auch irgendwie übelst nicht in dem Modus drin. Na naja, gut, man muss sich erstmal dran gewöhnen an das Spiel wieder. Das ist leider bei mir das Problem. Zehn von zehn ist schlecht. Schön, dass ich Platz 1 und 2 gerade gekillt habe. Ja gut, Sechster ist eigentlich nicht schlecht. Kann man mit was anfangen. Würde ich jetzt mal joa, behaupten, ja. Als joa, ewiger Dritter bzw. ewiger Zweiter am Ende, ne, der Rennen. Ach cool, ist kaputt, ne? Ja. Schade. Na egal, wir waren ja sowieso Sechster, dann passt das schon. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind jetzt beim 28. Part von Crash and Burn. Ich weiß gar nicht, ob noch wer so lange dieses Spiel Let's Played. Auf jeden Fall im deutschen Markt gar nicht. Da bin ich nahezu der Einzige. Ich glaube sogar der Einzige, der dieses Spiel angefangen hat oder zu zocken. Die meisten sind eher auf dem englischen, amerikanischen und tatsächlich spanischen Markt. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt gehabt, wo ich noch gewartet habe, dass das letzte Video fertig ist. Einfach nur um ja, Anekdoten zu machen, warum ich mir das hier eigentlich antue. Frage ich mich wirklich, ja. Ohne Witz. Man könnte es sich, keine Ahnung, angenehm machen und, keine Ahnung, ich spiele Crash and Burn für die PlayStation 2. Und ich finde es klasse, dass du mir jetzt gerade so übelst geil den Weg hier versperrst, dass ich Sechster geworden bin, während der Erste sich jetzt gerade sowas von einem runterholen kann. Weil der erstmal, ja, nicht bedrängt wird.
Du bist ein Wichser, wirklich. Digga, was denken sich die Leute so? Oh ja, ich blockiere den einfach mal. Oh, das wird schon gut sein. Zack, Achter. Achter. Wegen zwei grünen Autos. Die meinten auch, Bruder, weißt du was? Ich habe gar keinen Bock zu fahren. Ich dräng einfach mal den Wagen hier. Das wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Der Blöde ist, ich bin der Wagen gewesen, den man da an die Seite drängt. Und ich fand's nicht gut. Weil jetzt bin ich Siebter. Hätte gut und gerne locker den Ersten machen können. Oder auf jeden Fall den Zweiten. Hätte mir geholfen. Ja, stattdessen sind wir jetzt hier. Gut, einer hat sich kaputt gemacht. Das war aber leider der hinter mir, glaube ich. Naja, gut, dann fahren wir jetzt in Ruhe die Runden zu Ende. Digga, guck, wie die fahren. Ah, Mann. Ja, war ja klar, weil er mit Full, wirklich absoluten Fullspeed da durchballert. Statt wie ein normaler Mensch, 13 Punkte, boah, muss ich eigentlich die letzte? Ich glaube, eigentlich ist vorbei, ne? 34 Punkte, ich glaube, da wollen wir nicht weiterspielen. Wir gehen mal Spiel beenden, weil 13 Punkte Unterschied, keine Chance. Brauchen wir nicht weiterspielen, leider. Ja, ist tatsächlich einfach nur Probe fahren, hoffen, dass die Scheiße fahren. Tja. Und so weiter. Die gute alte GP-Serie. Tja. Also ich will das Spiel einfach durch. Ich will es durchhaben, ja. Auf jeden Fall will ich dieses Game durchhaben. Ja, nicht ohne Grund spiele ich das hier. So, ne. Das ist meine Hartnäckigkeit einfach und ich will es gerne durchhaben einfach. So. Ja, ich möchte auch andere Games spielen. Aber aktuell ist Crash and Burn dran. Und ich möchte gerne meine angefangenen Projekte, ja, fertig machen. Und das geht halt nur, wenn ich die nach und nach abarbeite. Wie gesagt, ich habe eine Menge angefangen. Bei Spielen, die ich safe nicht mehr weitermachen werde, werde ich auf jeden Fall in die Playlist abgebrochen schreiben, weil, ja, da gibt es ein paar auf jeden Fall, die ich nicht mehr anrühren werde. Genau, nicht, dass ihr euch da, also nicht eine Hoffnung macht, sondern
Da wird nichts kommen, einfach aus dem Prinzip. Ja. Genau. Werde ich jetzt auch einfach mehr in meinem Profil auch reinschreiben und halt auch ja, Kommentar- und Umfragefunktion habe ich jetzt für mich entdeckt. Ja, deswegen, also lohnt sich da reinzuschauen. Ich werde da von Zeit zu Zeit mit schreiben, beziehungsweise auch Umfragen bezüglich Projekte, Challenges und so weiter mal anhauen. Ne? Genau. Ja, und halt im Profil mal reinschreiben oder halt in der Beschreibung, welche Projekte alles kommen, beziehungsweise aktuell gerade sind, weil aktuell mache ich ja einfach ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt wollte ich jetzt gerne machen, ne? Wenn mal ins, also Hauptprojekt kommt ja jeden Tag eins und Nebenprojekt muss ich mal gucken, dass man das ja. Genau, ich habe ja Nebenprojekte, Crash and Burn hier ist zum Beispiel ein Nebenprojekt und ja, Motorstorm Arctic Age wird auch eins werden, das habe ich ja auch eher gesagt, ja, nee, erstmal nichts, ne, das werde ich dann auch einfach, wenn ich Bock habe, wird's kommen, ne, ich muss einfach Bock auf dieses Game haben, genauso wie bei Crash and Burn, wenn ich meine, okay, hier geht was, ne, dann werde ich weiterspielen. Genau, aber wenn ich der Meinung bin, nee, das wird nichts und ja. Na, ich hab so gut wie möglich gefahren, war halt nur nicht mehr möglich. Irgendwann habe ich es durch, Ende. Irgendwann! Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwann steht da, Spiel durch. Ich muss einfach nur dranbleiben. Einfach nur dranbleiben. Dranbleiben und machen. Naja, und halt ein kleines bisschen Glück haben, vielleicht. Naja, gut, ich bin mehr auch auf Simulation einfach getrimmt. Ne? Aktiv spiele ich eher weniger. Ne? Vermehrt eher Gran Turismo 7. Ne, weil es mir einfach Spaß macht. Das Sammeln macht einfach übel Spaß. Es dauert halt einfach nur ewig lange, die Wagen alle freizuschalten. Ne? Kennt man. Joa. Genau. Schade. Ich dachte, der wäre schon so gut beschädigt, dass der auf dem Schrottplatz schon wäre. Leider nicht. Habe ich mich geirrt. Ja, auf jeden Fall werde ich halt auch ein paar Handheld-Games spielen. Werde ich dann auch als Nebenprojekt machen. Wie gesagt, Hauptprojekt werde ich hauptsächlich ja, Konsolenspiele machen oder irgendwelche Konsolenspiele auf jeden Fall, weil ich da einfach viel zu viele von habe, ne? Und
Der steuert sich einfach scheiße. Gerade hatte ich irgendwie nicht so das Problem gehabt und mit dem habe ich übelste Probleme, vernünftig zu fahren. Wir werden gleich mal auf den anderen Wagen umswitchen, weil ich kann mit dem hier einfach, irgendwie, die rutscht mir einfach zu sehr. Ist mir zu, ja, gut. Ich glaube, wir können jetzt schon switchen, weil das wird nichts mehr. Siebter, genau, 19 ist gerade schon schlimm. Ja. Na gut, dabei mein Kohle gesammelt, wofür die auch immer gut ist, weil eigentlich haben wir alles. Boah, ich weiß gar nicht. Braucht man für irgendwas noch Kohle? Glaube nicht. So, Auto wechseln. Weiß gar nicht, was an dem falsch war. So, ne? So, nehmen wir den 340. Nee, ich nicht. Das war jetzt mein Fehler. Scheiße, ich war mittendrin. Tja, haben die gut aus dem Weg geräumt, aber nicht gut genug. Sorry, ganz kurz. Ja, mein Handy hatte gerade Probleme gehabt. Ach, Mann. Macht euch mehr kaputt. Ich muss hochgehen. Na ja, gut, hätte klappen können. Ja, sind alle eher unbeschadet, ne? Ach cool, hat sich einer kaputt gemacht, kann ich noch Fünfter werden. Ich hätte Dritter werden können noch, jetzt bin ich Vierter. Naja, was willst du machen?
Was willst du machen? Aber er steuerte sich auf jeden Fall besser. Aber es liegt halt auch viel daran, wie stark beschädigt ist der Wagen am Anfang. Ja. Ölspur. Die Ölspur hat mich jetzt gerade auseinandergenommen, leider. Die Ölspur hat mich gerade auseinandergenommen. Das war sehr doof. Ölspur scheiße, weil ich fahr immer auf diese Stelle. Ja, merkwürdig auch. Dass sich noch nicht viele kaputt gemacht haben. Ja, gut, der hat sich jetzt halt angeboten, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt, kann ich wieder ein paar Sachen aufnehmen. Was gut ist. Ja, freue ich mich. Ist halt blöd, ich habe heute den ganzen Tag drauf gewartet, einfach, dass ich zocken kann, habe durchgerendert. Ne, im Grunde hatte ich jetzt so zwei, drei Tage hatte ich jetzt gehabt, so, ne, wo ich eigentlich schon ganz gut ein bisschen was aufnehmen könnte. Hat aber nicht funktioniert. Ja, meine externe Festplatte ist leider auch voll. Nicht mit, halt noch mit anderen Sachen drauf. Und ja, vielleicht sollte ich mir noch eine zweite anschaffen, finde ich. Das vielleicht wäre nicht allzu schlecht. Wobei ich jetzt gucken muss. Ja gut, es ist halt Ende des Monats. Sieht immer relativ schlecht aus. Also diesen Monat sieht es echt schlecht aus bei mir. Geldtechnisch. Haben die sich gegenseitig gekillt? Das ist natürlich krass. Ach, Digga. Okay. Öfter. Das ist gut. Ja. Na gut, manchmal lohnt es sich, lange durchzuhalten in den Rennen. Ne? Blöd ist nur, der Sechste kommt näher, weil die einfach keine Angst haben, Scheiße zu fahren. Was einfach doof ist. Und ich dann um so einen blöden fünften Platz prügeln muss. Ey, ohne Witz, der Sprecher hier, das ist, er ist es nicht, ne? Aber es erinnert mich einfach, also es erinnert mich einfach übelst an UQ5Ds Wheelie Breaker für die Wii. Hatte ich ja damals auch Let's Played. 26 und 36, hä? Scheiße. Das heißt, der muss auf jeden Fall drauf gehen. Und ich muss unbedingt Richtung Erster sein. Ah, gucken wir mal.
Los Angeles habe ich jetzt ewig nicht mehr gefahren. Ja, ich werde, glaube ich, gleich noch einen zweiten Part hinterher machen, aufnehmen. Einfach, um einfach reinzukommen, beziehungsweise einfach zu spielen. Wie gesagt, Parts aufnehmen, hoffen, na, dass es irgendwie besser wird. Ich Progress, beziehungsweise nicht Progress machen, sondern lerne besser zu fahren. Wer weiß, vielleicht hilft's. Na. Der BF ist der vorderste da, glaube ich. Flamme ist scheiße, ja. Was auch blöd ist, Hef ist nicht tot. Das heißt, der kraxelt wahrscheinlich auf dem ersten, zweiten rum. Ja, ich glaube, das war's. Aber immerhin konnten wir hier den ersten noch gut ballern. Ja, sechster. Das heißt, Hef wird es in Ruhe einfach weiterspielen und ja. Egal, wir konnten uns den ersten hier krallen. Also fahren kann ich noch. Ja, hängt davon ab, wenn das Auto nicht zu sehr kaputt ist, dann kannst du fahren. Also hier tun sie sich so ein bisschen schwer, während sie halt auf die anderen Strecken relativ gottgleich gefahren sind, ne? Ja, guck, Zweiter, erst Zweiter einfach, Digga. Warum ist der Zweiter? Warum ist der hinter mir? Kann dir nicht mal irgendeiner wegklatschen, Alter? Wir hätten gute Punkte gehabt, ey. Mann. Na gut, Leute. Das war's erstmal von Crash and Burn. Ich werde jetzt noch ein paar Details aufnehmen. Aber das war's erstmal für diesen hier. Hofft's euch, gefällt es euch trotzdem noch. Es ist halt mehr verlieren als überhaupt irgendwas. Naja gut, vielleicht interessiert es irgendjemanden, dass ich das hier noch mache. Wie gesagt, ich möchte das Spiel gerne abhaken. Schau mal, wie viele Parts das noch sein wird. Gut, vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne?